Die Schweiz. Berge, Natur, Kräuterbonbons und so viel Ruhe. Immer? Nicht immer. Okay. 34, Achtung, Pfeil! Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich mich sicher zweimal überlegt, weil das ist wirklich eine krasse Nummer. Drei Tage vorher. Niki hat einen Auftrag. Und dieser Über-Porsche von Tuner Urs Erbacher spielt dabei eine wichtige Rolle. In der stärksten Ausbaustufe gibt es den 600.000 Euro teuren Boliden genau zweimal auf der Welt. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Er vereint das Beste aus drei Porsche-Generationen in sich. Klassischer Look, moderne Technik. Es ist ein extrem gepimpter, umgebauter 911er. Es ist ein sogenannter Backdate-Porsche. Das bedeutet ein bisschen, die Basis drunter ist vom Porsche 964. Das Außenbild ist vom G-Modell. Dann haben wir noch andere Finessen drin, zum Beispiel von 993 Turbo haben wir die Bremsanlage drin. Er hat 4,3 Liter und über 400 PS. Das sieht man dem Auto zwar nicht wirklich an, aber es ist eine wirkliche Rakete. Und mit dem Gerät bin ich auf dem Weg zu unserer Cindy. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber eins weiß ich, es wird schnell, es wird sehr, sehr schnell. Cindy hat Niki gebeten, ihr einen möglichst schnellen Wagen für ein Rennen zu besorgen und damit zu ihr nach Zürich zu kommen. Um was es genau geht, weiß Niki allerdings noch nicht. Ah, endlich, er ist da. Cindy! Endlich da! Was ist hier? Ja, du. Bist unter den Kartrennern? Ja, mein Kartladen. Ah, hey. Jetzt. Servus. Du, ich hab deinen Porsche dabei, aber. Perfekt. Für was ist das Ding? Wir fahren eine Bergrennen. Du, Bergrennen? Ja. Weißt du, was Bergrennen ist? Deswegen, ich brauche dich, du bist mein Coach, weil ich mit Bergrennen, ich habe überhaupt keine das Ahnung. Das glaube ich eben, weil Bergrennen ist mir ganz was anderes. Wenn sich jemand mit dieser Art Gipfelsturm auskennt, dann Rallye-Ass Niki Schelle. Er weiß ganz genau, wie man diesen Extrem-Motorsport am Limit ausübt und ihn überlebt. Ich hab jetzt schon Schiss. Ja eben, das ist nicht so wie bei dir, wo alles frei ist, wo man sehen kann, ach, da ist ein bisschen Kiesbett, ja, gar kein Problem. Nee, da ist Wand. Ich weiß. Und Abgrund. Ich war nämlich herausgefordert. Von wem? Duschi. Duschi. Eine Bergrennfahrer. Okay. Hat wirklich viel Erfahrung. Okay. Und wir müssen ihn schlagen. Der Duschi, das ist Duschi Duschletta, ein Schweizer Paradiesvogel und PS-verrückter Selfmade-Millionär. Duschi geht keinem Duell aus dem Weg, auch nicht gegen eine Profi-Rennfahrerin. Toi, toi, toi. Cindy, ich werde dich schlagen. Der Duschi, ich kenne ihn seit lange. Natürlich in der Schweiz, das ist ganz klein. Die Rennzähne sind klein, wir kennen uns alle. Und ich sage euch, der Duschi, der hat so eine große Klappe. Ja, wirklich, so einen großen Kopf. Er denkt, er ist einfach der Beste in der Schweiz. Aber ich muss sagen auch, er ist sau schnell. Deswegen bist du da und wir fahren mit dem hier. Wir werden ihn schlagen, Grip wird ihm zeigen, was Sache ist. Also haben wir raus. Handschuhe ausziehen, auf ja, jetzt, los geht's. Abfahrt. Cindy und Niki machen sich auf in Richtung Schweizer Hochalpen zum Arosa Classic Car Rennen. Bei dieser Herausforderung kann selbst die Vollblut-Rennfahrerin nicht cool bleiben. Also der Duschi, ja. Der hat mich einfach ein WhatsApp geschrieben, ganz frisch. Guck mal einfach in mein Handy, du wirst sehen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Was sagt er denn? Okay. Oh. Hi Cindy, bist du eigentlich nur Rundstrecke schnell? Nee, sie fährt auch anders da schnell, das kann ich dir gleich sagen. Okay. Oder traust du dich auch mal am Berg zu starten? Ja, Bergrennen ist natürlich wieder was anderes. Am Berg kommen nur die ganz Harten in den Garten. Gruß Duschi. So ein Challenge und so eine freche Nachricht wie der habe ich noch nie bekommen. Verstehe ich. Und ich probiere das Beste, dass wir ihm einfach schlagen. Also wirklich, dass wir ihm richtig Platte machen. Ja, wir haben es gleich. Die Berge kann ich schon sehen. Ja. Also, schöne Berge aus der Schweiz. Ab geht's. Einmal im Jahr dröhnen die Gipfel rund um den Skiort Arosa. Dann kämpfen 150 Piloten auf einer 7,3 Kilometer langen Bergstraße um die beste Zeit. Nach 76 Kurven liegt das Ziel in 1800 Metern Höhe. Zugelassen sind Rennwagen der Baujahre 1905 bis 1990. Das Motorsportspektakel Arosa Classic Car zieht pro Jahr bis zu 20.000 Fans in seinen Bann. Ja, servus!
Sind die auch hier? Ja. Getraut ihr euch in die Berge? In die Schweizer Berge? Getraust du dich? Guten Morgen. Ich komme. Guck mal, wer ich mitgebracht habe, mein Coach. Servus. Hey, Niki. Freut mich, euch zu sehen. Du hast gesagt, du willst die Cindy herausfordern, oder? Genau, das will ich. Du willst es? Glaubst du überhaupt dran? Glaubst du überhaupt dran? Ja, das war ich doch, locker. Ja, aber hey, guck mal, auch eine Porsche, ja? Das ist auch ein Porsche. Hey. Schönes Auto. Ja. Aber eben die schön sind, sind meistens nicht schnell. Das ist unglaublich. Deine Klappe ist so groß, da kann man mit dem ganzen Auto reinfahren. Also jetzt müssen wir mal wirklich ein bisschen aufpassen, was hier Sache ist oder sowas. Ich bin mir sicher, es wird eine knappe Nummer. Gut, das wird sicher. Aber Gewicht spielt auch eine Rolle. Niki. Okay, man muss ein bisschen abschmecken. Okay, jetzt von dem her, ich werde wahrscheinlich jetzt am Anfang mal mitfahren. Wir schauen das an, wo ich da helfen kann. Und dann schauen wir mal, was dann Sache ist, wer die bessere Zeit hat, oder? Mama, gerne. Okay, bin ich dabei? Alles klar. Also? Cindy, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Und mit so einem Challenge kann ich nicht nein sagen. Also okay. Ich zeig dir. Das schaffen wir. Ja? Wir sehen uns oben. Oben. Er kennt die Strecke in- und auswendig. Sein Auto ist auch nicht von schlechten Eltern. Es wird eine harte Nuss. Also ich denke, der haut schon einen raus. Ja, es wird auf jeden Fall eine knappe Kiste, weil sie ist eine sehr, sehr gute Rennfahrerin, sie ist Profi. Ich zolle ihr sehr viel Respekt, aber ich kenne die Strecke, bin hier schon 10-mal gefahren natürlich. Sie fährt zum ersten Mal Bergrennen, ich bin auch nicht der Langsamste und ich habe gutes Material hier, mein Baby. Mua. Es ist eine geile Challenge eigentlich, gegen einen Mann, der schon 10-mal gefahren ist und ich das erste Mal, wenn ich ihm schlage. Der Duschi, der geht nicht mehr nach Hause. Cindy ist ein Profi mit über 25 Jahren Racing-Erfahrung auf Rundkursen in aller Welt. Egal, ob mit einem GT2 Tourenwagen oder im Formelrenner. Doch all das zählt jetzt nicht mehr. Denn was nun kommt, ist die größte Rennherausforderung, der sich die 35-jährige Schweizerin jemals gestellt hat. Oh, das Gefühl, das kribbelt einfach in meinem Bauch. Ich bin voll nervös, wie ich das noch nie gemacht hätte. Das ist auch das erste Mal. Ja, also mit dir ist auf dem Beifahrersitz auf jeden Fall. Ich bin mal wirklich gespannt, was du jetzt aus dem Helm zauberst. Aber ja, ich freue mich drauf, denn eine der wenigen Personen, wo ich gerne mitfahre, ist auch die Cindy. Los geht's! Elfer gegen Elfer. Duschis 73er Porsche 911 Carrera RSR ist ein reinrassiger Rennwagen. Der 260 PS Boxer im Heck muss nur 950 Kilo beschleunigen. Auf trockener Piste könnte er statt Straßenreifen auch Slicks ohne Profil einsetzen. Ein Vorteil, den Cindy nicht hat. Ihr Erbacher Porsche ist mit knapp 1,2 Tonnen klar schwerer, hat mit 420 PS aber auch deutlich mehr Power. Außerdem stecken moderne Fahrwerkstechnik samt brachialer Bremsen drin. Cindy hat nur 3 Läufe, um auf der kurvenreichen Bergstraße im Schweizer Kanton Graubünden eine möglichst schnelle Zeit in den Asphalt zu brennen. Eine Chance zum Eingewöhnen gibt es für keinen Fahrer. Denn die Piste ist eigentlich eine öffentliche Straße, die nur für ein paar Stunden für das Rennen gesperrt wird. Ja, Bergrennen sind ganz speziell, weil du bekommst wirklich wenig Läufe. Also du hast 3 bis 4 Läufe und da musst du einfach liefern. Mehr hast du nicht, du kannst auch nicht richtig trainieren. Auf der Rennstrecke, weißt du, wie viele Runden ich gefahren bin, bis ich meine beste Zeit erreicht habe? Das ist ganz andere Mentalität. Und hier musst du einfach mutig sein und sagen, ich schaffe das, mache die Augen zu und Vollgas. Ich möchte jetzt mal sehen, was hat sie drauf? Lass sie sich verschrecken von der ganzen Strecke. Bin jetzt mal gespannt und dann können wir reagieren, was wir machen. Ich glaube, ehrlich, das Problem wird die Strecke sein, weil sie kann sich halt, oder ich könnte es auch nicht, 7,5 Kilometer und 76 Kurven, das muss man sich erst mal merken. Und bei einmal oder zweimal oder dreimal hochfahren lernt man das Ganze nicht. Es wird eine harte Nuss für sie. Das komplette Feld versammelt sich zunächst im Tal. Danach rollt alle 30 Sekunden ein Auto an den Start. Fahren wir mit Fenster offen? Nein, müssen zu, weil wenn es uns überschlägt, dass die Hand nicht draußen ist. Ganz relaxed, die erste Fahrt ganz relaxed. Wie kann ich relaxed sein? Ich habe Niki Schiller neben mir. Ich fahre ein Auto, die 500.000 kostet. Ich habe eine krasse Herausforderung genau, vor mir. Genau, also kein Druck. Ich habe eine Strecke, die 7,3 Kilometer ist. Genau. Mit 75 Kurven. Also ich meine, das ist nichts, oder? Na ja, ist ich soll ganz gut. Entspannt sein. Ganz locker bleiben. Das erste Mal hier? Ja.
schön vorsichtig. Mache ich. Ich weiß, du bist Rennfahrerin. Aber gleich, trotzdem. Trotzdem, ja. Ich weiß. Viel Vergnügen. Danke. Bis am Nachmittag. Genau. Ja, ja. Da musst du dich richtig warm anziehen, Mädel. Das ist keine Rundstrecke. Da zeigt sich, wer fahren ist und wer fahren kann. Kriegst du 30, bei 0 starten wir dann. Jetzt kann ich starten? Nein! Wir schauen auf die Uhr. Können wir? Okay, wir können. Alles klar. Wenn du willst. Jawohl! Geht schon leer. Oh mein Gott, das hat so viele Kurven. Alter Verwalter. Um Cindy bestmöglich zu unterstützen, hat sich Niki die Strecke vorab genau angeschaut. Da vorne kommt jetzt eine Schikane. Okay, die Schikane, zweiter Gang, oder? Genau, bleib so. Cindys Herausforderer Duschi Duschletter und sein RSR sind 90 Sekunden später an der Reihe. Auch für ihn der erste von nur 3 Läufen, um eine möglichst schnelle Zeit hinzuknallen. Knapp unter 5 Minuten sollten bei Duschi eigentlich drin sein. Aber dafür muss wirklich alles perfekt laufen. Lange rechts und doch wieder rein rechts. Sehr nach schön. Oben. Erster. Jawohl. Ja, wir überholen ihn gleich. Yippie! Jetzt kommt die Emotion, ne? Jetzt übertreibt sie vielleicht. Es mit 160 Sachen auf einer engen Bergstraße zu übertreiben, ist vielleicht keine so gute Idee. Doch Cindy ist im Attacke-Modus und läuft auf den Wagen auf, der 30 Sekunden vor ihr gestartet ist. Kann ich überholen oder darf ich nicht? Wenn ich nicht vorbeilasse, wohl nicht. Ja, geh weg, du. Was willst du? Du machst mich langsam. Habe ich eine Hupe? Habe ich keine Hupe? Ja, jawohl! Danke schön! Cindy, ich habe aber jetzt Präsident! Jawohl, läuft! Auch Duschi lässt seinen RSR am Limit fliegen. Cindy ist 2 Kilometer vorm Ziel. Ah, die Reifen sind so weich, das rutscht. Wir müssen mit weniger Luftdruck gehen. Pierre, erster. Da ist innen leichtes Öl, aber passt schon. Jawohl, jawohl! Yippie! Erster. Oh, Scheiße, ich habe mich geirrt. Siehst du? Kein Problem, passt schon. Das muss er abkönnen. Twist. Go, go, twist! Ich lasse ihn zweite, ich denke. Genau, über die Kuppe da vorne kommt doch eine Spitzkehre. Erster Gang, oder? Ich würde den ersten gehen, genau. Das machst du super. Jawohl! Yeah! Wie geil ist das denn? Yes! Okay. Am Ende gibt es zwar offizielle Sieger in verschiedenen Fahrzeugklassen, doch für die Fahrer selbst zählt eigentlich nur eines: ihren persönlichen Streckenrekord immer weiter verbessern. So, jetzt geht's schon direkt nach Arosa rein. Lass laufen. Geht noch die jetzt ein bisschen vorsichtiger. Jetzt ist die Schiene da. Und jetzt in der nächsten links dann. Geht schon, geht schon, geht schon. Jetzt kommt wieder Schikane. Achtung, von linke Seite. Okay, ja. Und raus. Sauber. Oh! Läuft. Perfekt. Und Zielkurve durch Ziel. Yeah, Schweinebacke und Feuer. Yes! Jawohl! Jawohl! Wir haben sogar noch jemanden überholt! Yes! Yes! 5 Minuten 32 Sekunden stehen für Team Grip nach dem ersten Lauf auf der Uhr. Aber was ist diese Zeit wert gegen den erfahrenen Duschi im RSR? Die Zeit stoppt bei 5 Minuten 15. Rund 17 Sekunden schneller als Cindy. Aber Duschi ist nicht zufrieden. Irgendetwas läuft nicht rund. Ich hatte keine Leistung mehr. Scheiß. Jetzt hoffe ich nicht, dass die Zylinderkopfdichtung da was passiert ist. Na, das Öl. Ach du Scheiße. Ich hab's gerade gemerkt, wo ich gefahren bin. Wirklich die Leistung zusammengebrochen. Und ich muss jetzt mal schauen, was es ist. Bekomme es wieder hin.
Oder ist die ganze Chance vorbei? So, Duschi, putzen kannst du gut, aber. Cindy, was hast du hier gemacht, ha? Ich? Was hast du mir hier? Mit allen Mitteln kommst du mir hierher. Hast du irgendwo eine Sabotage hier gemacht? Ich eine Sabotage? Denkst du, ich brauche das, um dich zu schlagen? Hast du ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Aber Probleme sind nicht mein Problem. Was ist deine Zeit? 15 war es. Und du? Ich verrate dich nicht. Das war die erste Duschwarte. Weißt du, ich bin ein Mädel. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, aber dann boom. Aber ja. Gut. Also, Leute, ich muss mich nur ein bisschen ausrüsten und dann geht los. Ich will mal schauen, ob das Mädel auch mal Gas gibt hier. Sonst wird ja das gar nicht lustig. Ich bin ja noch schneller mit dem Defekt. Also der hat schon eine große Klappe, aber ich muss sagen, er ist wirklich erst schnell. Also ich muss mich unbedingt etwas einfallen lassen. Dafür gibt's ja Niki. Duschi war jetzt im ersten Lauf nur 17 Sekunden schneller, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat gemerkt, die Cindy hat natürlich Probleme mit der Strecke. Ich habe jetzt die Idee, ich werde ihr vom Rallyefahren diese Noten vorlesen. Wir machen die Strecke, damit sie weiß, wenn es jetzt über eine Kuppe geht, dass sie auch weiß, danach kann sie Vollgas geben oder sie muss bremsen oder die Kurve macht auf, also sie kann früher ans Gas geben. Das bringt gewiss einiges an Zeit und ich bin mal wirklich gespannt, wie es dann im zweiten Lauf wird. Niki schreibt jede Kuppe, jede Kurve, jede Gerade nach einer Art Abkürzungssystem auf. Die Nummern und Hinweise verwenden die Co-Piloten von Rallye-Fahrern, um den exakten Verlauf der Strecke bei Renntempo anzusagen. Cindy muss all diese Kommandos kennen. Und sie muss Niki blind vertrauen. Okay, also, Freunde, wir haben jetzt 4 Seiten. Das ist die Strecke hier nach Arosa rauf. Ich hoffe, Cindy kann es umsetzen. Ich weiß, um was es geht. Ich hoffe, sie auch. Das ist meine Chance jetzt. Ich muss das nutzen einfach. Alles klar. Wir hauen einen raus. Jetzt kann er sich warm anziehen. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Ja. Feuer frei. Jetzt mit dem Aufschreiben von der Kurve. Ich denke, das wird mich einfach helfen, das Vertrauen zu haben. Okay, ich kann diese Kurve in dritten Gang fahren, Vollgas, und das geht, weil der Niki diese Nummer gesagt hat. Und immer die ersten paar Kurven merkt man, komme ich rein oder nicht. Und das wie beim Sex, oder? Wenn es von Anfang an läuft, dann ist eine geile Nummer. Und hier ist das genau das Gleiche. Also. Duschi hat seine gute Laune zurück. Denn der Leistungsverlust seines Motors wurde zum Glück nur durch eine undichte Ölleitung verursacht. Er kennt die Strecke aus dem FF. Doch diesen Vorteil will Team Grip jetzt ausmerzen. Cindy im Konzentrationstunnel. Also, jetzt geht los. Ich sage euch, die Adrenalin ist. Aber schön, ich liebe dieses Gefühl. Aber krass. Um Duschi zu schlagen, muss Cindy mindestens 17 Sekunden schneller sein. Besser wären aber um die 30. Denn auch ihr Gegner will sich im zweiten von 3 Läufen deutlich steigern. Okay, wir können. Los geht's. Links 5 lang, in rechts 3, 60, links 4, 30, links 3, 70, links 2, minus. Minus, erste Gang. Minus, lang macht zu, in links 5, in rechts 2 plus, in links 4, rechts 4, links 3 minus, in rechts 5. Startfrei für Duschi. Am Ende zählt die beste Zeit aus einem der 3 Läufe. Das Hauptproblem ist, wenn man zu viel schaltet. Schalten kostet immer Zeit. Und du musst eigentlich eher ein bisschen einen höheren Gang fahren und nicht zu früh schalten. Das ist das Problem. Und dann verlierst du Schwung. 2. Mach zu, Brücke. 30. Scheiße! Falsche Gang! Es ist die einzige Bergstrecke in Europa, die auch noch eine Runterstrecke von etwa 1,2 Kilometer hat. Und wenn du da natürlich voll runterfährst und da die letzte Kurve, da hast du eine Riesenwand. Und wenn du da im falschen Moment bremst, ist da natürlich keine Auslaufzone. Der Berg runter ist schon sehr beeindruckend. 30, Pfeile. Das Auto huscht. Jetzt ist nass, pass auf. Ja. 60 links, 4 rechts, 4, 30, Achtung, Pfeil. Links 2 minus.
Wenn du hier grob Scheiße baust, und das hoffen wir für niemanden, das geht nicht gut aus. Wenn da was passiert und du fliegst da die 100 Meter runter, also lieber Gott, dann will ich nicht drinnen sitzen. Das ist denn schon was Hartes. Wie schmal der Grat zwischen harmlosem Rutscher und Katastrophe ist, erfährt Duschi gleich am eigenen Leib. Rechts 3, 40 rechts 4, 40 rechts 3, 30, links 3, mach zu, links 3, mach zu. So scheiße! Cindy unter Starkstrom. Zum Glück läuft sie erst kurz vor dem Ziel auf den Wagen auf. 5 Minuten 10 Sekunden. Die Uhr zeigt eine Verbesserung um satte 22 Sekunden an. Nikis Taktik mit dem Aufschrieb hat sich auf Anhieb ausgezahlt. Es ist der Wahnsinn. Sie ist wirklich der Wahnsinn. Ich zieh den Helm, ich zieh alle Mützen, alle Hüte. Es ist unglaublich. Es ist wirklich Wahnsinn. Zeig deine Hände. Ich bin selber total nervös geworden, weil ich habe gemerkt, sie fahrt wie der Teufel. Die Noten haben extrem viel geholfen, weil ich könnte früh genug vorbereitet für die nächste Kurve und ich wusste genau, okay, er sagt 4, das heißt, ich kann Vollgas bleiben und das passt. Sie hat das wirklich aufgesogen, sie hat sich das reingezogen und wirklich im dritten Gang, du sitzt dann im Dort und sagst dir 3, das ist also schon eine mittelschnelle Kurve, fahrt sie so leicht im Quer dahin, du sitzt so drin. Ja. Und du weißt, du musst weiterlesen, weil die Fahrt wieder einkauft. Alter Verwalter, aber das ist so saustark. Geil. Das ist so geil, du machst das saustark. Du machst das, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich brauche was zum Trinken. Ich bin durch. Auch bei Duschi ist erstmal tief durchatmen angesagt. Ich hatte verdammtes Schwein. Ich bin fast eingeschlagen. Hatte wieder so einen Scheißverbremser. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Wollte wieder zu viel. Duschi war am absoluten Limit unterwegs. Trotz des beinahe Abflugs hat er seine Zeit um 9 Sekunden auf 5 Minuten 06 verbessert. Aber Team Grip sitzt ihm dicht auf den Fersen. Schau mal, wer da kommt. Oh, Cindy! Wir müssen zumachen, wir müssen zumachen. Werkspionage ist hier nicht. Ihr fühlt euch schon siegessicher her. Ihr guckt ja irgendwo bei 5:30 rum. So eine Klappe hier, was ist los? Ich schaue ja nur ein bisschen euer Auto an hier. Genau, 5:30, das war einmal. Ach. Das war einmal. Wir haben jetzt eine lockere 5:10 aus dem Ärmel rausgehauen und bei uns war es auch nass. Echt? Die Cindy hat einen rausgezimmert, da hätten dir die Augen gedreht. Hi. Ja. Jetzt bin ich echt sprachlos, das glaube ich ja nicht. Und das passiert nie. 5:10. Und es fällt uns nur 4 Sekunden zu deiner Zeit. Jetzt noch. Aber du weißt, wir haben noch einen Lauf. Und ich habe schon das Gefühl, dass da noch was drin liegt. Bei dir? Ja, glaube ich schon. Bei euch? Ich glaube, ihr seid im Zenit. Bei euch geht nichts mehr. Nee. Ja, ich finde es schön, dass du so redest. Gib die ganze Energie weg, die ganze Konzentration. Und am Ende von der Rennen sperren wir wieder. Was meinst du? Schauen wir mal nach, oder? Cindy liegt nur noch 4 Sekunden hinter Duschi. Aber welche Taktik hilft jetzt, um im letzten Lauf noch schneller zu werden? Jetzt geht es um die Entscheidung, Streckenkenntnis oder eben, du fährst alleine, hast 80 Kilo weniger. Oder eben 80 noch? 85, okay. Ja. Keine Niki. Also ganz ehrlich, ich denke, deine Unterstützung bringt mir so viel. Ich war so fokussiert und es war so schön, deine Nummer zu hören. So 3, 4, sind die Rest. Ich würde gerne wieder so probieren, weil ich denke, so können wir mehr Zeit holen. Und wir müssen das Ding gewinnen. Wir sind nicht weit weg. Es hat wenig. Genau. Los geht's. Du bleibst drin. Pack mal. Danke. Welch eine Ehre. Feuerfrei. Ich habe jetzt nur noch eine Chance, um 4 Sekunden noch zu gewinnen, damit wir diese Challenge gewinnen. Aber das Problem ist auch noch, ob der Kushi sich verbessert in den letzten Lauf. Das ist die Frage. Deswegen muss ich jetzt alles geben. In der Duschletterbox ist derweil Hektik ausgebrochen. Denn irgendetwas Dunkles braut sich über den Bergen zusammen. Rings um Arosa regnet es schon. Duschi wechselt deshalb sicherheitshalber von Slicks auf Straßenreifen. Sie bieten Haftung bei Nässe. Aber falls es trocken bleibt, verliert er damit auch massiv Zeit. Klar, jetzt dieser Challenge mit Cindy, das ist natürlich schon was mir an meinem Ego kratzt.
Und ich will natürlich hier nicht in meinem Heimatland an meiner Bergstrecke verlieren gegen eine Frau. Bitte. Und gut, sie ist eine gute Rennfahrerin. Und was sie jetzt geleistet hat im letzten Rennen, war echt, echt cool. Aber eben, am Schluss wird abgerechnet. Anspannung im gesamten Fahrerfeld. Am Start unten im Tal ist die Strecke trocken. Doch in den Alpen kann das Wetter innerhalb weniger Minuten umschlagen. Die ersten Regentropfen kommen bereits runter. Das große Unbekannte ist Wetter. Weil wenn es oben pisst und wir fahren uns unten den Arsch aus der Hose, dann bringt alles nichts. Daumen drücken, Daumen drücken. Ja, ist schwierige Bedingung gerade, weil es regnet ein bisschen oben. Ich denke, es regnet mehr, aber wir sind noch nicht so sicher, wie die Lage ist oben. Und das macht schon ein bisschen Angst, weil du weißt nicht, plötzlich kommst du auf die Strecke und boom, es ist voll nass und du bist voll am Attacken. Und ich sehe jetzt auch ein bisschen Tropfen auf meiner Scheibe vorne, von daher voll nervös gerade. Wenn es Cindy jetzt nicht gelingt, ihre Zeit weiter zu verbessern, ist die gesamte Challenge verloren. Konkurrent Duschi rollt diesmal ein paar Minuten vor Team Grip an den Start. Was er in diesem Moment noch nicht weiß, oben in Arosa gießt es wie aus Eimern. Er kommt zwar noch einigermaßen im Trockenen weg, doch nach wenigen Kurven wird dieser letzte Lauf zur Rutschpartie. Duschi fährt nur eine 5,20 und ist damit 14 Sekunden langsamer als im zweiten Lauf. 30, links 5, lang. In rechts 3. Oh, das ist aber ja, richtig lass gut sein. Mein Gott, das ist aber 60, links 4. 30. Es ist viel Wasser, es ist nicht ja, nur ein bisschen Wasser. Und es ist am Anfang, wenn es regnet, erst richtig rutschig. Das Wetter spielt jetzt überhaupt nicht mehr mit. Unter diesen Bedingungen kann auch der erfahrenste Bergrenncoach auf dem Beifahrersitz nicht mehr helfen. Katastrophal. Sehr schade. Null Grip. Die Straße rutschig wie Schmierseife. Cindy bleibt nichts anderes übrig, als komplett das Gas rauszunehmen, um zumindest den sündhaft teuren Erbacher Porsche ohne Blessuren ins Ziel zu bekommen. Die Enttäuschung ist riesig. Cindy, du warst super. Du warst super, du hast es hervorragend gemacht. Das Wetter wollte nicht mit uns, leider. Schade. Ein Lauf zum Vergessen. Doch es gibt keine weitere Chance. Cindy liegt 38 Sekunden hinter ihrer Bestzeit und verliert damit die Bergrenn-Challenge gegen Duschi mit gerade mal 4 Sekunden Differenz. Du warst super. Nein, du warst hervorragend. Ah, das tut wirklich weh. Ich glaub's. Aber hast du gut gemacht. Nein, du hast es super gemacht. Du hast es wahnsinnig gut gemacht. Du hast es umgesetzt, was sich, also das, was Rallye-Fahrer brauchen, so viele Tage, um das zu lernen. Du hast es in kürzester Zeit umgesetzt. Du hast Car Control, das Auto ist jetzt ein paar Mal ausgebrochen. Es war wirklich sehr, sehr gefährlich. Mehr geht leider nicht. Oh, ja. Oh ja, jetzt kommst du. Ja. Ich denke, ich will dich gar nicht treffen oder wir wollen dich gar nicht treffen. Schau, du konntest nichts dafür. Du konntest wirklich nichts dafür. Ja. Der Wettergott, ihr wisst das beim Rennenfahren, gehört auch dazu. Ja. Aber ich verbeuge mich vor euch. Ihr wart wahre, wahre Gegner. Ihr wart ein super Team. Ja, es hat riesen Spaß gemacht mit euch. Aber ich hab Wettergott. Aber, ja, du hast wirklich ein Glück. Aber es gab einen Sieger in dem Ganzen. Ja. Es gab einen Sieger. Genau. Danke. Sieh mein Hut. Danke. Und jetzt verschwinde bitte, ich will dich nicht mehr sehen. Tschüss. Tschüss, ciao. Niki, ich danke dir für deinen Einsatz. Wir waren ein super Team. Genau. Nächstes Jahr wieder. Genau. Und dann ziehen wir in die Hammelbeine lang. Gehen wir ein Auto holen? Alles klar.